Die wichtigste Entscheidung ist die, dass sich an der Zusammensetzung der Weltmeisterschaften 2018 und 2022 nichts ändert. Es bleibt also auf Europa bezogen bei der Formel 13 Starter plus Gastgeber Russland. Und 2022 hat Europa dann 13 Plätze. Das war wichtig. Das ist aber auch überhaupt nicht kontrovers diskutiert worden, auch nicht von den Vertretern der anderen Konföderationen. Wie sich die UEFA generell einstellt, da sind wir so verblieben, dass wir am Rande des Champions League-Finales am nächsten Samstag in Berlin noch einmal zusammenkommen wollen. Fest steht, und das muss man auch so anerkennen, dass die UEFA mehrheitlich den Führungswechsel an der Spitze der FIFA wollte, dafür eingetreten ist und auch dafür votiert hat. Aber letztlich ist es ein demokratischer Prozess, den man respektieren muss. Und es gibt jetzt also kein Ende der Beziehungen oder kein Abbruch der Kooperation. Ich rede für mich persönlich und auch für den DFB. Unser Standpunkt war ihm bekannt und trotzdem ist die Beziehung in Ordnung. Uns allen, auch dem neuen Exco, ist bewusst, dass die Schwierigkeiten, die seit spätestens seit letzten Mittwoch nun entstanden sind, mit dem Kongress gestern und mit der Sitzung heute nicht vorbei ist. Das hat uns alle völlig überrascht, und Sepp Blatter hat heute in der Sitzung nochmal betont, dass auch die FIFA, die gesamte Administration, auch er selbst, keinerlei Vorinformationen hatte über das, was am letzten Mittwochmorgens um 6 Uhr da losging. Wenn er dies so unterstreicht, dann glaube ich ihm selbstverständlich.